Wollte gerade sagen, wird mal besser. Twitch Prime. Ja, Trade. Stimmt, das Event ist weg. Wir können aber mal währenddessen im Internet einfach mal schauen. Weil ich wollte mich auch noch mal ein bisschen schlau machen darüber. Wie denn jetzt der Status der neuen Season ist. Apex Legends Season 4. Neue Legende, Season 4. So. Trailer und Startzeit. Startzeit ist wichtig, weil ich wäre halt gerne von Anfang an dabei, also direkt da. Das wäre mir tatsächlich wichtig, deswegen ist Startzeit vielleicht erstmal nice. Wir wissen, dass ein neuer Champ kommt und ein neuer Sniper. Am heutigen Donnerstag startet die Season 4 in Apex, weiß. Das stimmt aber nicht. 30.01.2020. Das stimmt aber so nicht. Zu der EA und Respawn den offiziellen Launch-Trailer zeigen. Respawn Assassin's Creed Story 4 von Apex. Auge um Auge wird die heutige Geschichte Outlands, blablabla. Season 4, Apex Legends Season 4, Launch Trailer. Premiere in 18 Minuten. Da kann man uns den theoretisch live angucken, ne? Weil, wenn Season 4 dann gleich jetzt losgeht. Oder geht Season 4 gleich los? Weil der Battle Pass, gut, der fängt ja erst in ein paar Tagen an, ne? Aber Season 4 kann ja basically gleich schon losgehen. Weil die steht ja auch am heutigen Donnerstag. Wobei, wenn das hier wirklich in 18 Minuten erst losgeht, dann können wir uns das ja anschauen, theoretisch live. Los geht's heute Abend um 19 Uhr. Ja, dann kommen wir ja rechtzeitig. Dann kommen wir ja rechtzeitig. Dann ist ja gar nicht mal so schlecht, dass das halt abgekratzt ist. Also, wenn Thorsten gleich wiederkommt, spielen wir eine Runde und dann geht's los. Mit der neuen Season. Das Ding, es kommt eine neue Sniper. Es kommt ein neuer Champ. Die Map wird verändert. Das ist das, was ich bis jetzt weiß. Assimilierung heißt die Season. Neue Legende aus Season 4 vorgestellt und sofort umgebracht. Trailer mit Twist. Bin wieder da. Hi. Die nächste Season beginnt in 17 Minuten. Wie? Ja, der Battle Pass für die nächste Season kommt nur in ein paar Tagen raus. Aber ich habe gerade erfahren, dass heute um 19 Uhr ein neuer Season-Start ist. Und dazu kommt in 16 Minuten der Launch-Trailer live. Den schicke ich dir jetzt. Den werden wir uns nämlich in 16 Minuten dann zusammen angucken. Das ist nämlich Weltpremiere. Hier bitte. Und danach startet direkt die neue Season. Ja. Danach startet wohl die neue Season. Ich war nämlich gerade nochmal am Durchlesen, was dich freuen könnte, es kommt eine neue Sniper. Die Sentinel. Hört sich böse an. Ja, es kommt ein neuer Champ, die Map wird grundlegend verändert. Grundlegend? Ich weiß nicht, ob grundlegend, man redet von größeren Änderungen.
Wo bist du da? Ich will da auch hin. Auf einer Website. Ich habe einfach gegoogelt. Ja, ich schicke mal einen Link von der Website. Ah, das ist aber nicht die, wo ich eigentlich hin wollte. Ort schon tot, alles klar. Das wissen wir zu Season 4, weil ich habe halt nach der Startzeit gesucht. Hier, die neue Season 4 Simulation beginnt am 4. Februar 2020. Das ist aber nicht heute, what the fuck. Also diverse Webseiten schreiben was anderes. Ja. Weil auf der Website, auf der ich gerade eben war, ups, so weit zurück, die hier sagt, am heutigen Donnerstag startet Season 4. Zu der EA und Respawn den offiziellen Launch-Trailer zeigen. Und das ist der hier. Der in 14 Minuten kommt. So. Oh, ich bin irgendwie aufgeregt. Und da sind sehr viele Bilder bei dir. Also ich sehe das aber dir im Livestream. Da sind sehr viele Bilder von einem neuen Champion. Ich habe irgendwas von gehört, von wegen, der sollen hauptsächlich Nahkämpfer sein von den Spells her oder so und sehr an Charakter aus Overwatch angelehnt sein. Okay. Ein mysteriöser Killer hat jedoch ihn und seinen Parallel bereits im Visier. Season 4. Vielleicht was für mich, wegen Sniper-mäßig. Offizielle EA-Seite. Ja, Nahkampf-Sniper. RIP Jimmy Forge McCormick, never defeated. Das ist die neue Waffe. Sentinel. Wo? Oh. Kommt jetzt. Böse noch nicht. Im Stream. Ah, da. Uff. Oh, neuer Ranked Series. Weiß man schon, welche. Also, ob die Gold ist oder normal? Oder welche Money die. Keine Ahnung. Das weiß ich noch nicht. Bolt Action Sniper Rifle. Ich kann mir denken, schwere Money. Aber gut, eigentlich ist für mich jeder Sniper fast mit schwerer Money. Warte, Bolt Action, das ist doch mit Repetieren, Bolt Action Sniper, ja, genau. Sniper-Reifel. Hat Kamera, hoffe, die macht dann auch Kameraverschluss, viel mehr Damage. So ein Shit. Ja. Ich weiß nicht, was es wird. Ich habe mir auch tatsächlich erst recht wenig angesehen. Everything new in Apex Legends Season 4. Respawn reveal nur Details aus Season 4. Season 4 kicks off on Apex Legends Birthday. Loading Video. Wieso ist das hier so grau? Fuck you. New Character. New Character, das ist der Boy. Forge. Forge revealed several lore details over him, including that he's an ex-MMA fighter who joins the Apex Games. Okay, also Forge ist ein Ex-MMA-Kämpfer. Gut. Okay. Interessante Hintergrundstory. Mit irgendeinem Sponsorship-Scheiß aus Titanfall und Titanfall 2. Er soll wohl ein Brawler sein, also das Gegenteil von Krypto. Also ich glaube eher weniger, dass er mit dem snipen sollte, sondern mehr rein. Ich meine, so sieht er auch aus. The developer did not talk about Forge's abilities or in-game role, okay. Also man weiß nicht, was für eine Rolle er spielen wird, man weiß nicht, was für Abilities er hat. It seems like he'd be an offensive character like Wraith, Bangalore, Octane or Mirage. Also, was Offensives. Ja, wenn es halt ein Brawler ist, dann ist halt klar, dann geht er rein und dann let's go. So, new weapon. Get another Sniper Rifle, like Season 3 Meltdown's Charge Rifle, Season 4 Assimilation Sentinel. Is a Sniper Rifle focused around a charging mechanic. Die hat auch irgendwas mit Chargen, okay. Also muss ich auch irgendwie Feuer aufladen oder so. Okay. Leading to charge in order to fight the Sentinel seems to be a gun that can change itself to fire and more powerful shot. Okay, das heißt für mich, ja gut, je länger du den auflädst, desto heftiger wird der Schuss. Allow you to snipe a foes with fast but weak shots, but strong but low shots. Ich glaube, je länger du den auflädst, desto schneller fliegt die Kugel. Verstehe ich das richtig? Lol. Two maps? King's Canyon is returning to Apex Legends Season 4. Lol. You still have to wait a bit before you can play on it again.
Ranked mode will now be divided into two halves. The first one will see continue play on World's Edge with the later half will take players back to... Okay. Also der Ranked Modus ist ist auf zwei Splits aufgeteilt. Und zuerst halt auf der ersten Map und dann auf der alten Map. Und normaler Modus ist nur auf der neuen. Weiß ich nicht, das steht hier nicht. Two halves for Ranked Modus. Wäre ein bisschen blöd, weil wer kennt noch großartig die alte Map? Da heißt die lange spielen haben von übelsten, Anfang an. Ja, die haben da den übelsten Vorteil und die neuen halt gar keinen. Brand new ranked hier, gut ranked. Dinger sollen uns erstmal nicht interessieren. Start of the Season Rewards. Hier was dran verändert? Nee. Okay, also ich würde sagen, wir schauen uns am besten gleich einfach an. Mhm. Weil offenbar soll der dann gleich schon losgehen. 10 Minuten. Kann man vorstellen, erstmal. 10 Minuten. Kann man vorstellen, erstmal ein Gigabyte Update kommt oder so. Ich wundere mich, dass Apex noch nicht down ist. Und hier Revan soll dann wohl der übernächste Champ werden. Revan? Der Typ, den ich gleich einkreise. Wann gleich? Apex Legends Revenant. Revenant soll er heißen. Der Boy in dem Videofenster hier. Ah. Das soll wohl der übernächste werden. Oder war sogar mal eine Zeit lang der nächste für Season 4, aber der soll dann angeblich auch erst Season 5 kommen. Hm. Ja, du funktionierst sehr gut, das merke ich schon. Oh, kann ich jetzt auch 9 Minuten lang gucken. Everything we know in under 3 minutes. Achso, da ist der Trailer, auf dem ich schon bin. 8 Minuten aus. Ich schaue mir gerade ein Video an. During its third Apex Legends dev stream, Respawn gave us our first look at what's coming in Apex Legends Season 4. We're gonna get juiced up on whatever that stuff is that Octane is taking and speed through everything you need to know. Let's go for a ride. Yeah, baby! The new season is called Assimilation. It kicks off on February 4th, which is the birthday of Apex Legends. Jetzt wird hier wieder gedacht, dass es am 4. losgeht. And a revamped rank mode will be making their way into the game. We thought we were going to get a look at a new character called Revenant after a bunch of teasers from Respawn, but instead the studio did a slick little slide and popped up with Forge, an ex-MMA fighter joining the Apex Games under the sponsorship of Hammond Robotics. Und das ist dasselbe wie das, was ich vorhin vorgelesen habe. That partnered with the IMC, aka the bad guys, in the Titanfall series. Ah, okay. Ich habe jetzt ein bisschen Hintergrundstory gerade verstanden über Forge. Er ist halt der Ex-MMA-Fighter, der jetzt in Apex Games da auftaucht und gesponsert wird, also Hintergrundstory-mäßig gesponsert wird von der Firma, die die Bösewichte in Titanfall herstellen. What? Okay. So habe ich das jetzt verstanden. In anderen Worten, dass Titanfall und Apex in dem gleichen Universum stehen. Sind die auch. Das ist klar. Das ist offiziell so, ja. Ist ja auch von den Titanfall-Machern. Aber dass es dasselbe Universum ist, ist, meine ich, zu 99% ja. Ja, wusste ich ja nicht. That arm is made for hurting, baby. Also arriving in Season 4 is a new sniper rifle, the Sentinel. Similar Sentinel. To the charge rifle, the Sentinel is a bolt-action rifle focused around a charging mechanic. Instead of needing to charge in order to fire, the Sentinel seems to be a gun that can charge itself to fire a more powerful shot, allowing you to snipe at foes with a fast but weak shot or strong but slow one. Respawn is changing how it's work in Assimilation. Der liest gerade genau denselben Bericht durch, wie ich ihn vorhin durchgelesen habe. Wow. Das ist doch, glaube ich, von derselben Seite. Das ist nur der YouTube-Channel davon. The timer for getting an assist will be extended from 5 seconds to 7.5 seconds, giving you a higher chance to earn points by helping a teammate down an opponent. Season 4 will also allow you to earn assist points. Also ja, also ich glaube, je länger du die chargest, desto heftiger ist der Schuss halt und desto schneller. Mirage Decoy, nabbed with a Pathfinder Grapple, damage with a Crypto EMP
or scanned with a Crypto or Bloodhound. Teamwork makes the assist dream work. Kings Canyon is returning to Apex Legends in Season 4, though you'll have to wait a bit of time before you can play on it again. Assimilation's ranked mod will now be divided into two halves, the first of which will see you continue to play on World's Edge from February 3rd to March. Ja, genau hier. 3. Februar bis 23. März ist auf der aktuellen Map, die hier, by the way, schon ein bisschen umgebaut ist. Hier sieht man schon einen Sneak Peek von der neuen Map, also der jetzigen Map. Also World's Edge. Nur die halt ein bisschen verändert wurde, weil hier ist dieses Loch irgendwie, siehst du das? Das war vorher nicht da. Hier ist dieses Loch halt. Und dann ab dem 24. Mai bis März bis Mai auf die alte Map. The latter half will take players back to King's Canyon from March 24th to May 5th. In Ranked Mode, the tiers have been adjusted so that levels that were once considered Apex Predator are now called Master. The rank of Apex Predator will only be given to the 500 best players on each platform, so only 1,500 people in the world will hold the prestigious rank. There you go. Ja, gut, das Season 4 unwichtig. Looks to be jam-packed with new oh, schaffen wir sowieso nicht im Ranked. And now everything you need to know to keep scooting and looting, amigo. Scooting and looting. Ich fände es besser, wenn man sich das aussuchen könnte, wo man spielen darf. Also du kannst ja zwei verschiedene Rank-Modus machen, nur mit einem Bewertungssystem. Da kannst du aussuchen, ob du King's Canyon willst oder World's Edge. Drei Minuten. Nebenbei mal gucken, ob wir nicht rausgeschmissen werden. Jetzt noch eine Zock oder was? Ja, jetzt nicht mehr, sind noch 3 Minuten. Wollte schon sagen. Kommen wir tatsächlich rechtzeitig zu Apex. Dotamin-Inhalte, neue Legenden. Ja, dauert 20 Minuten, das Video. Ja, war ja voll schon drauf. Ne, die labern noch viel in heißen Brei rum. Hier steht halt was von Fähigkeiten von Forge. Aber das sind halt zu viele Fähigkeiten für einen Champion. So, in Apex. Sondern um den Nahkämpfer Forge. Er ist der erste Teilnehmer an den Apex-Spielen, der Lore zufolge von einer Firma gesponsert wird. Seine Skills erinnern stark an die von Doomfist aus Overwatch. Das soll halt angeblich das komplette hier sein. Keine Ahnung. Sentinel, neues Scharfschützengewehr. Neue Auflademechanik. Gameplay hat der Entwickler bisher nicht gezeigt. Kommt Revenant auch dazu? Das hier ist Revenant. Im kompletten. Der kompletten Übersicht. Auftritt in Season 5 wahrscheinlich. Noch gut. Ja, dann warten wir mal. Sind wir 60 Sekunden. Premiere in 60 Sekunden. Bist du da? Hä? Thorsten? Ja. Bist du da? Ja? Ja, ja. Ja. Premiere in 60 Sekunden. Richtig. Also spammt F5. Warum? Weil das mit Sicherheit ohne F5 nicht losgehen wird wahrscheinlich. Ah, neu laden. F5 ist neu laden, ja. Browserfenster neu laden, F5. Weißt du, wie ich spamme? Ja, noch haben wir ja nicht Dingens. Aber ich lasse mal eins vor. Aber steht da schon 60 Sekunden. Ich möchte auch noch 60. Startet gleich! Startet gleich, steht jetzt schon da! Nein. Hype! Ich hab so Bock auf die neue Season, ne? Oh, schon.
glaube, spielen wir uns dann warm, gehen direkt ins Ranked. Aber ich finde, mittlerweile sind wir ready. Ja, aber wir haben noch keine Warm-Spielrunde. Was? Ja, ich sag ja, spielen wir uns warm und gehen dann direkt ins Ranked. Du weißt, dass wir 19 Uhr haben. Dann spielen wir uns heute warm und gehen wann anders ins Ranked. Und wir können ja auch das Wochenende suchten. Wollten wir dann die Forest suchten? Ja, wollten wir. Können ja, danach wir können noch uns ranked. Ich würde eh eigentlich erst wieder volle Suppe spielen, wenn der Dingens da ist, der Battle Pass. Und der kommt ja erst Dienstag. Montag. Montag, Dienstag, wann auch immer. Also mit deutscher Zeit ist immer ein bisschen schwierig. Also, wir haben 4 Days bis Döns. Ja, noch Freitag, ja, Samstag, Sonntag, Montag. Ja, da fährt dann Montag, wenn man dazu nimmt. Nee, doch, ich glaube. Ah, läuft! Nochmal ein Countdown von 2 Minuten. Wie alt sind die denn? Nochmal ein Countdown von 2 Minuten? Was sind die für Arschlöcher? Schreib da jetzt hin. Ich kann nicht da reinschreiben. Aber läuft bei dir, ne? Ja. Ich bin jetzt auf 21. Was? 1 Minute 16, 15, 14. Ich habe 1,30. Aktualisier mal. 25, 6, 24. Aktualisier. Mach ich. Okay. 1,21, 20, 19, 18, 17. Jetzt bin ich bei 14. 13, 12, 9, 8, 7, 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 59, 58, 57. Okay, 56. Wir lassen es so. So passt's. Es passt. Okay. So sind wir, du bist zwar knapp vorne, um eine Millisekunde oder zwei, aber so passt. Hm. Ja, nochmal Trailer genießen. Aber der sieht bei mir nicht aus, als wäre der auf Full HD. Ist er auch nicht. Ah, der war ja ganz schön Full HD da ist, okay. Ich kann auch mal 720 Pixel machen, ne? Ja, hab ich halt auch nur. Also, Full HD geht halt gar nicht. Ja, ich war bei 480. Achso, wo bist du jetzt zeitlich? 22, 23, 20. Okay, ich bin eine Sekunde 20. Vor dir, kann aber auch der Input weg sein, passt schon. Hi! 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1, ich bring dich wiedereinander. Ja. Oh yeah. Der hat eine P2020. Papai! A toast. The Minha Familia. And securing the future of our legacy. May one more for our daughter. What's in there? Das ist Revenant. Mm. Stay calm. Take her and go. What? So sahen die Zombies im Halloween-Mode aus. Okay. Mama!
Rebecca, you must go! No, Papa, please! I love you. Papa! What the hell are you? Death. Das ist der Ansager aus dem Halloween-Modus. Okay. Ich hab's doch gesagt, dass der Ansager angeblich der neue Champ sein soll. Hm. Oh Lord, der ist... Das ist der neue Champion. Also, ne, du weißt. Dann hat EA alle getrollt. Ja. Und das Mädchen kommt nächste Season. Wahrscheinlich. Wir werden jetzt die League of Legends oder was? War das? Weiß nicht. Nochmal was klein. Also war das jetzt der Troll des Jahrhunderts und jetzt kommt doch Revenant. Ja, das war's jetzt. Ich hatte das Spiel mal neu. Ich auch. Aber da stand jetzt auch wieder 4. Februar. Wo? In dem Video am Ende. Stand auch wieder 4. Februar drin. Ja, dann wird das der 4. sein. Das ist ja offizieller Trailer. Na, schauen wir mal. Hey, rat mal, was ich nicht gestartet bekomme. Apex? Steam? Richtig! Rockstar Games? Ups. Ah, jetzt haben wir noch Season 3, okay, da heißt es, das wird 4. Februar erst wirklich losgehen. Weil jetzt nur der Trailer. Aber ich war halt irritiert, weil ich auf der einen Website gelesen habe, dass das gleichzeitig dann losgeht. Das klingt gesund. Ach ja. 4 Tage, wann denn 4 Tage? Also gibt's eine gewisse Uhrzeit? Beim Geisterfeld ist halt, wenn ich so bam in der ersten Runde dabei wäre, weißt du? Also, in etwa. So habe ich das halt eigentlich vor. Das Ding ist halt, also hat EA jetzt alle getrollt? Am heutigen Donnerstag. Aber das ist ja schon mal Bullshit. Seit da kommt jetzt halt noch ein Update. Starttermin, neuer Held und mehr. Am 4. Februar. Aber was ein Troll. Also ich gehe jetzt dem Trailer nach, gehe ich jetzt auch davon aus, dass halt Revenant kommt. Was hat's denn hiermit auf sich? Hat gerade seine neue Legende Forge noch vor dem Start von Season 4 getötet. Hi. Was hast du gesagt? Vor ein paar Tagen stellte Respawn Forge als neue Legende für Season 4 in Apex Legends vor. Und jetzt noch vor dem Start der 4. Season hat Respawn diesen Charakter wieder getötet. Ja. Das geschah im Zuge einer neuen Stories from the Outlands Videos, das mehr über die neue Legende verraten soll. Es handelt sich aber anders als gedacht und Forge findet durch einen bekannten Charakter sein Ende. Achso, ich hatte vorhin Story von The Outlands. Wollen wir das gucken? Dauert eine Minute. Machen. Hey, rat mal, was ich wieder öffnen kann.
alles. Mhm. Achso, was du wieder öffnen kannst, ja, Apex. Ding ist im TS. Na, ich bin umladen. Sekunde. So, ich bin ready. Ich noch nicht. Stopp! Nein, stopp. Nicht automatisch starten! Och, YouTube, wieso machst du jetzt so ein? Bin auch ready. Ja, jetzt. Callst du, call ich? 3, 2, 1, go. Weil das soll eigentlich das Video sein. Er hat mich gestartet. Ich bin bei 2, 3, 4, 5, 6. We're sitting here tonight with James the Forge McCormick. It's great to have you here. Of course it's great to have me here. But please, call me Jimmy. Jimmy, your recent victories have qualified you to finally compete in the Apex Games. What does that feel like? Oh, it's been a wild ride to get here. But Hammond Robotics has had my back the entire way. I am blessed to have such great support behind me. Now, you've been hailed by many as the people's champion, but some still believe that you are not ready to be an Apex legend. Look, the legends are great and they deserve respect, but they've never faced anyone like me. And when we hit the ground, I dare any of them to bring the fight up close and personal. We seem to be having some technical difficulties. Sorry about that. Don't worry. Oh. Okay. Ja, okay. Dann war es halt Revenant, der ja, sich quasi vorgedrängelt hat nach Storyline. Ja gut, okay. Interessant gemacht. Dann ist es auch weniger, also es ist schon noch viel Troll, aber weniger Troll.